Okay, wir sind jetzt hier wieder an einer Tür und hier geht es weiter. Ich hoffe, wir treffen nicht auf das Phantom der Oper. Irgendwer hat hier ja auch immer Orgel gespielt. Aber wir können hier gar nichts machen. Dann gehen wir einfach mal weiter. Hinein. Mit dem Schlüssel. Na, wen haben wir denn da? Ein kleines Mädchen. Bleib schön Hier ist sich stehen, da hörst du? Phantom Hey, draufgeschrieben stehen hat. bleiben! Ui, die Knie sind aber gruselig, Alter. Wow, ey. Ich fürchte alle Leute mit Hochwasserhosen. Es gibt nichts Schlimmeres als Cargo-Shorts. Meine Fresse. Richtiger Gangster. Solange das Phantom ihr auflauerte, wollte Lilly lieber nicht anlegen. Den trete ich gleich gegen die Schienbeine. Hey, komm zurück! Nö. Wow, die Geschwindigkeit. Gib auf, du kannst mir nicht entkommen. Schon gar nicht gegen die Strömung. Aber. Schoho, komm wieder zurück. Wir schaffen das. Wir können alles schaffen. Aber in die Richtung sind wir schneller, oder? Können wir. Tschüss. Bye. Hey, komm Bye. zu. Du bist so langsam. Ich bin fast und furios. Haha, oh. Haha! Triumphierend erklomm Lilly die Leiter. Sie hatte endlich einen Weg ins Innere der Anstalt gefunden. Jawohl. Na, Nicht so hoffentlich kommen wir auch schnell! wieder raus. Was haben wir getan? Wieso haben wir den Knopf gegessen? Ob keinen Augenblick oh, zu früh, denn die Leiter kippte hinter ihr um und riss das Phantom mit sich in den Abgrund. Nein! Gestärkt von dem Energy Smarty konnte sich Lilly an der Kante hochziehen. Ihre Suche nach Edna konnte weitergehen. Hey, ich will auch Energy Smarties. Oh, Öfen. Wie schön. Wir haben jetzt das Phantom getötet. Wieder ein Mord mehr. Ich freue mich. Ich bin begeistert. Hier fehlte offenbar eine Art Karte. Illegale Substanzen. Ja, das wäre nicht das erste Mal in diesem Spiel, dass wir etwas zu uns genommen haben, das wir eventuell nicht hätten konsumieren sollen. Eine Lochkarte. Wie schön. Können wir uns einstempeln und arbeiten? Auf zur Arbeit. Tschalla. Das war wohl die falsche Karte. Oh, sorry. Hier? Das war wohl die falsche Karte. Pack's halt hier rein. Das war. Und nochmal, hier rein. Hier rein? Hier rein? Okay, schön. Gut. Was? Hallo? Hi. Herr Mantel! Hallo, Herr Mantel! Hey, das ist mein Kamin. Du hast hier nichts verloren. Es sei denn, du willst Geschenke bringen oder den Schornstein fegen. Nicht, dass mich der Ruß stören würde. Das war der alte Herr Mantel. Der neue Herr Mantel genießt den Schmutz. Ah, Oh. Schmutz. Siehst du? Der ist wie Oskar aus der Mülltonne. Kaminschacht. Dann wohne ich eben in einem rußigen Kaminschacht. Na und? Ja, tut Früher mir leid. habe ich pingelig darauf geachtet, nicht schmutzig zu werden. Jetzt ist mir alles egal. Du sprichst jetzt mit dem dunklen Herrn Mantel, der seine Gummibären ohne Serviette isst. Hä? Ohne Serviette? Krass. Herr Mantel. Für dich immer noch Herr Mantel. Und falls du dich fragst, was ein Kleidungsstück wie ich in einem Kamin zu suchen hat, ich ruße. Ach. Jawohl. Ach, Früher habe okay. ich pingelig darauf geachtet, nicht schmutzig zu werden. Doch dann kam diese impertinente Person und wagte es, mich zu bekleckern. Die Flecken Tut sind mir nie leid. Wieder rausgegangen. Meine Kleidung ist schwarz und speckig. Meine Socken sind nicht gebügelt und ich habe sogar Flöhe. Karin und Bertram. Ich würde sie dir ja vorstellen, aber sie schlafen gerade. Ach, er ist ein Mantel. Ich dachte, er heißt Herr Mantel. Er ist ein Kleidungsstück. Okay, er ist der Mantel. Interessant. Ich weiß selber, dass es hier dreckig ist.
Na und? Ich liebe die Spinnweben. Wie kann ein Mantel Flöhe bekommen? Und diese gammelige Substanz da in der Ecke. Ich habe sie gerade erst gekämmt. Ich würde hier nicht einmal Staub wischen, wenn du mir den Wedel direkt in die Hand drücktest. Du hast doch keinen Staubwedel, oder? Nein, Stopp. Ich bin der Staubwedel. Ich will es gar nicht wissen. Herr Marcel, Dr. Marcel. Du brauchst nicht so zu nuscheln. Seit Dr. Marcels Unfall können wir hier so viel Lärm machen, wie wir wollen. Er interessiert sich nicht mehr die Bohne dafür, was hier in der Anstalt vor sich geht. Seine ganze Aufmerksamkeit gilt seiner Suche nach dieser Edna. Ja, hast du unsere Freundin denn gesehen? Du erinnerst mich irgendwie an eine Patientin, die wir mal hier hatten. Sie war ein bisschen größer als du. Und ich glaube, mich an zwei rote Hörner und einen Schwanz zu erinnern. Ja, das war wahrscheinlich die Edna oder auch nicht. Wir gehen mal nach oben. Bye. Tschüss, Herr Mantel. Bye. Wie sie da reingeguckt hat, wohnt da etwa auch jemand? Eine Sumsebiene. Hallo, Bienenmann. Es war hoffnungslos. Der Mann im Bienenkostüm konnte Lilly von hier aus nicht hören. Na, wie schade. Herr Bienenmann. Eine Laterne. Motten umschwirrten das matte Licht der Lampe. Sie waren offenbar auf Nahrungssuche. Können wir die Motten auf den Bienenmann hetzen? Ich bin nicht aggressiv. Laterne? Können wir nichts mitmachen? Okay, können wir da rein? Ah ja. Ein Staubwedel. Ach, so ein Zufall. Und eine Käsescheibe. Na, die können wir wahrscheinlich da unten irgendwo reinstecken. Und sonst? Die Idee war gut. Aber Lillys Arme waren zu kurz. Ist das der Pausenraum? Das ist ja furchtbar. Stuhlbein? Ein Stuhlbein diente hier als Riegel. Garantiert steckte eine interessante Geschichte dahinter, die Lilly nie erfahren würde. Da hat die Edna was mit zu tun, oder? Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe den anderen Teil nie gespielt, aber ich habe mal kurz reingeschaut und ich erinnere mich an ein Stuhlbein, ja. Pizza-Flyer. Ob es in dieser Gegend noch andere ungarische Pizzalieferanten gab? Ungarische? Warum? Warum ungarisch? Ob es in dieser Gegend noch andere ungarische Pizzalieferanten gab? Warum? Die Idee war gut, aber Lillys Arme waren zu kurz. Egal, wir haben jetzt erst einmal eine Käsescheibe. Komm, wir warte mal. Ungarische? Ich verstehe den Witz nicht. Warum ungarisch? Warum? Da kommen wir nicht ran, die ne? Die Idee war... Ja, okay. Lochkartenschlitz. Na, wie schön. Kommen wir da ran? Ah ja. Lilly hatte das Stuhlbein versehentlich abgebrochen. Nein, nun nicht war das Stuhlbein. Es spitz wie ein Messer. Hoffentlich hatte der lustige Hase nichts gesehen. Oh. Aber Lilly, was tust du denn da? Weißt du denn nicht mehr? Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Also lass schön die Finger davon, ja? Bis später. Ja? Nein. Stich! Stich, Stich! Okay, Staubwedel, geil. Und einen Dosenöffner haben wir da? Was sollen wir damit machen? Eine Dose öffnen? Aber Lilly, was tust du denn da? Weißt du denn nicht? Ich steck dich da gleich rein, Fräulein. Okay, wir haben hier einen Kühlschrank. Und, oh, wieder Obst. Brokkoli. Ah, den nehme ich nicht mit. Butter? Ah, schon eklig, ne? Brokkoli in der Tasche. Der hat sogar zwei Beine. Die Banones, Blaubeeren, Pizza-Flyer. Oh, wir können alles mitnehmen. Telefon? Willkommen bei Spermys Pizza Service. Sie sprechen mit Poki. Was kann ich für Sie tun? Sag mal, Poki, was kommt da auf die Pizza drauf? Richtig. Ich nehme an, wir sollen sie wie immer unter dem Gitter durchschieben. Was? Was soll denn drauf der auf die Pizza? Hallo? Hallo? Ihre Bestellung, bitte! Also einmal ohne Ernst. Alter, was ist mit dem? Es dauert eine halbe bis dreiviertel Minute. Schönen Tag noch.
Was kommt denn da bei Spermis auf die Pizza drauf? Auf die ungarische Pizza? Interessant. Was war denn mit dem... Kreditkarte? Schön, können wir da rein? Da ist die Pizza! Harvey? Harvey, geht es dir nicht gut? Oh, da will mich jemand in die Dunkelheit locken. Pizza, komm her! Die Tür war fest verschlossen. Komm her, Harvey, komm! Alter! Jumpscare des Jahrhunderts! Überrascht mich, wiederzusehen! Kann er uns vielleicht mal nicht am Hals packen? Noch einmal wirst du mir nicht entkommen. Und jetzt halt still, bis ich mir überlegt habe, was ich mit dir anstelle. Lilly zog das als Option in Betracht, tat aber stattdessen Folgendes. Wir nehmen den spitzen Gegenstand, weil dann bekommen wir einen elektrischen Schlag vom HB und er auch, oder? Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Ach so, schade. Abi! Seltsam. Nicht einmal auf Lillys Wollknäuel wollte der lustige Hase reagieren. Abi, hier hast du eine Pizza. Das Phantom sah nicht aus, als sei es bereit, sich auf einen Handel einzulassen. Können wir ihm das Ding in die Augen stechen? Das Phantom sah nicht aus, als... Ich will auch nicht mit ihm verhandeln. Ich würde ihn gerne erstechen, Lilly okay? konnte die Augen des Phantoms nicht sehen. Sie ging einfach mal davon aus, dass sie böse funkelten. Können wir da reinstechen irgendwie? Mit der Kreditkarte das hier? Das Phantom sah nicht aus... Was sollen wir machen? Das Phantom hat... Und nur? Rote Tomaten. Okay, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt? Machen wir uns hier Powerpuff Girls oder, was sollen wir jetzt mit dieser räudigen Pizza? Eine Kreditkarte. Lillys Sachen, sie nahm das als Zeichen, dass es Zeit wurde, etwas zu unternehmen. Willst du eine schöne, Pizza? Hier, guck mal, die ist belegt. Das Phantom sah nicht ab. Ja, aber die ist belegt, die ist super. Hier, schaut mal, Entschuldigung. Sorry! Habe ich nicht gesehen, die Schnur! Jetzt geht das wieder los. Na, wo kommen wir jetzt hin? Ein Drache! Dem Huhn geht's gut, da bin ich mir sicher. Das ist Worcester-Soße. Lilly wollte nicht gierig erscheinen. Eine Feder würde reichen, wie beim Weihnachtsessen im Kloster. Oh mein Gott, Lilly, ich adoptiere dich. Du tust mir so leid. Drache. Das schläft ja. Lass das. wie niedlich. Drachenschwanz, was können wir mit dem machen? Was ist los, tapfere Kriegerin? Bist du etwa zu schwach? Na, warte. Hier, ich kitzel dich. Die schlimmste Folter überhaupt. Lass das. Der ist ja wie Don, ey. Ein spitzer Stachel. Kommen wir da ran? Lass das. Ja, komm. Nein, komm zurück. Drachenschwanz. Und, Huhn. Lilly fand es etwas klischeehaft. Aber was wollte sie grob? Einen bösen Brief an René und Poki schreiben? René und Poki, schämt euch. Eine Feder würde reichen. Wie beim... Ja, wir haben eine Feder. Drache. Hallo, ja, Drache. Siehst du nicht meine Zähne, meine Stacheln und meine scharfen Klauen? Ja. Hat man dir etwa nicht beigebracht, dich von spitzen Gegenständen fernzuhalten? Das wäre ja ein tragisches Versäumnis. Ich mag spitze Gegenstände, besonders Messer. Kitzeln ihn weiter? Lass das. Ey! Ja, lauf ruhig weg. Okay. Da haben wir eine riesige Trillerpfeife.
keine Ahnung, was die uns noch nützen wird. Lass das. Okay, jetzt ist der Schwanz hier. Können wir den nehmen? Was ist los? Aber warum?